Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind auf Level 13, haben keine Karte, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Aber nur, dass hier ein Teleporter, ja genau, das war der Teleporter in diesem Bereich hier, ist. Und dass da ein Echsenmensch steht. Okay. Das heißt, es geht wohl hier weiter. Tag, Kumpel. Ich versuche einfach mal, dich auszunocken. Da du böse bist, haben wir auch ordentlich was aus für dich. Au. Okay, Doppelschwung. Doppelschlag. Autschi. Du bist schon ein bisschen böse. Okay. Hehe. Also wir brauchen uns nicht die Mühe machen, versuchen die zu betäuben, das klappt nicht. Diesen Doppelschwung, da sollten wir unterbrechen, blocken. Ja, auch wenn es unterbrechen heißt, ich sag lieber blocken. Das heißt, wir machen es so. Ordentlich auf ihn drauf. Genau das da. Unterbrechen wir. Au. Er macht gut Aua. Und ist zum Glück tot. Okay. Reif des Schwarz. Sacken wir ihn einfach mal ein, wenn wir ihn nicht wirklich brauchen. Teleporter. Dann nehme ich lieber den Heiltrank mit. Und hier den Asttrank. Ah. Oh. Das war jetzt Zufall. Okay, hier waren wir definitiv schon mal. Wir nur gucken. Ach, das ist der Anfang. Okay. Ja, dieses Gitter kann ich mich erinnern. Das war jetzt Zufall, dass ich da den Knopf gleich gefunden habe. Ich habe nämlich einfach nur wild hin und her gedrückt. Okay, Teleporter. Ja, wir haben auch immer noch nicht den Ort gefunden für die nächste Nachricht. Wir haben die Nachricht durch die Luke oben geworfen. Oh. Ja, die Golems sind ja hier unterwegs. Ich greife die erstmal noch nicht an. Ich sehe nämlich gerade, wir brauchen Lebenspunkte. So, dann ihr Mana regenerieren. Bisschen bei ihm noch die Lebenspunkte warten, bis sie regeneriert sind. So. Jetzt können wir uns mit denen anlegen.
Okay, die Feuerbälle tun weh. Ah, zum Glück halten Magier nicht viel aus. Mehr Stärke, sehr viel mehr Stärke und mehr Schaden pro Sekunde, aber dafür weniger Gesamtschaden. Wow. Tag da oben. Okay, hier wird es jetzt wieder richtig lustig. Ist die Frage, schießt jeder auch auf uns? Nein, scheinbar nicht. Wohl im Bogenschützen. Ein Heiltrank. Hi, Jungs. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu den Gnomen, Scharfschützen sind die hier jetzt nicht gerade wirklich schwierig. Tag. Lustig, ich kann sie bluten lassen. Was bluten sie dann? Magie? Könnte sogar Sinn ergeben. Die Physik in dem Spiel finde ich recht gut gelungen. Aber wenn es mal ein bisschen komisch aussieht. Da geht's lang. Nein, du bist keine Karte, du bist nur ein Schlüssel. Ah. Oh. Oh, du bist ein bisschen angeschadet. Nicht so gut. Das heißt, wir machen mal ein bisschen Rambadizamba. Ach, das kriegen wir noch so hin. Jetzt die Magie ausschalten. So. Okay, da ist ein Weg weiter. Nehmen wir ihn mal einfach mit, so schwer ist er ja nicht. Okay. Bist du jetzt... Nee, du bist nicht die Karte, du bist die nächste Nachricht. Ich werde von den Ältesten beurteilt, alleine. Okay, das ist wohl die neue Nachricht. Ach, hier liegt die alte. Der nächste Schritt ist noch in diesen Kavernen, aber es ist auch nicht. Du wirst es wissen, wenn du es siehst, außer du hast es schon gesehen. Genau, das ist da oben. Das finde ich auch cool, dass die Übergänge so sauber sind zwischen den einzelnen Gebieten. Anders als bei Legend of Grimrock. Wobei bei Legend of Grimrock ist es auch nicht schlecht.
So, noch so ein Teilchen. Also so ein Oblivion-Stein. Aber wenn wir die nicht unbedingt brauchen, bis jetzt jedenfalls, habe ich nicht vor zu respecken. Okay, das war der Treasure Hunt hier. Ah, nein, ich will nicht da aus Versehen runterspringen. Die Kette sah verdächtig aus, ist aber nichts. So, dann geht's hier weiter. Golem. Jungs, ich bin hinter euch. Also das sind die schlechtesten Attentäter, die ich je gesehen habe. So. Okay. Brecher, die hinrichten, benutzen, das ist okay. Nein. So. Ja, dem hinrichten kann man ausweichen. Au. Dem Zerschlagen auch nicht. Aber dem Hieb hätte ich ausweichen können. Hätte ich vielleicht ausweichen sollen. Okay, ich hau mal kurz ab, weil die Lebenspunkte sehen nicht so gut aus. La 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 la. Ja. Gut. Dann nochmal das Ganze. Wobei ich hätte auch einfach ja, das letzte Schwarzbrot benutzen können. Ich habe noch ein Schwarzbrot, ein ganzes. Okay. Auch gut. Ach, ein gebogener Stab des Lichts. Nicht wirklich. Okay, ich hasse solche Labyrinth-Dinger, weil ich keine Karte habe. Ganz ehrlich. Da steht was im Dunkeln, ich sehe es doch. Ah, oh, die tun weh. Kurzer Rückzug aus der Schusslinie. Gut, jetzt sind es noch zwei.
Okay, ich nehme es zurück. 4 Bogenschützen tun weh. Golem-Soldaten, die können auch wehtun. Ich habe echt noch Zeug aus den ersten Etagen. Oh. Golem-Wachen. Ich sollte lieber da vorne hingehen. Damit, ich die Golem-Wachen durchbohren, okay. Oh, der verstümmelte Hieb, den habe ich nicht kommen sehen. Aber den Hieb. Das war ein Fehler. Das war wahrscheinlich auch ein Fehler. Okay, bei so viel Taramtatam. Jetzt habe ich wieder. Okay, Magier, wenn sie keine Energie mehr haben, sind zum Glück keine starken Gegner. Wenn sie Kriegsschrei machen, sind sie jedoch lästig. Ja. Dort geht es ein Treppchen runter, okay. Hier ist nichts. Ach, hier sind Golem-Soldaten. Um die Dummen. Die machen zwar wirklich so böse Sachen wie ihre Kumpels mit den Speeren. Die machen jedoch trotzdem nervige Sachen. Heilung. Also hauptsächlich hier Schildschlag ist nervig. Und ja, das war hier. Okay, das war jetzt einmal im Kreis gegangen. Ich kann hier runter. Da kommen Golembrecher. Mhm. Das sind die mit den großen Schwertern von vorhin. Da sind Bogenschützen. Und da sind Attentäter. Oh, Attentäter. Ja, okay, die gehen. Einigermaßen. Die freundlichen Attentäter von nebenan. Solange hier unten was plötzlich hinter uns auftaucht, ist alles gut. Depp.